Einen wunderschönen guten Tag hier aus Nürnberg. Und es geht immer noch um Kabarett und Kabarettisten. Und mein Gast heute, Henning Fenske, ich grüße Sie. Tag. Ich habe ja eine Reihe im Moment. So, ich habe das letzte Mal mich mit Herrn Schröder unterhalten, Florian Schröder. Und jetzt kommen Sie, der Altmeister, so nennen die einen oder anderen Sie, des Kabaretts. Wieso machen Sie das schon seit Jahrzehnten? Ich kann nichts anderes. Naja, es ist, es hat sich so ergeben, nicht? Der alte Sammy Drechsel, der Gründer der Münchner Lachenschießgesellschaft, hat mich mal geholt. Aber ich war immer in dem Konflikt. Ich bin ja gelernter Schauspieler und Regisseur. Dann ist man am Theater und das nervt und man langweilt sich und sagt, bist du verrückt, dich hier mit blöden Kollegen abzugeben oder einem Idioten von einem Regisseur oder einem dämlichen Stück. Und warum bleibst du nicht zu Hause und schreibst ein schönes Kinderbuch? Dann macht man das, dann sitzt man zu Hause und schreibt ein schönes Kinderbuch und das Papier ist sehr leer und sehr weiß. Und dann sagt man, bist du bescheuert? Warum gehst du nicht ins Theater, sagst einfach andere Leute Texte auf, holst abends deine Kohle ab. Jetzt bin ich dann dabei gelandet, dass ich das spiele, was ich mir selber schreibe. Es gibt Menschen da draußen, die haben, maßen sich zumindest an zu entscheiden, was ist linke Geschichte und wer ist links was, und so weiter. Sie waren maßgeblich immer irgendwie mit von der Partie, haben das begleitet in irgendeiner Form in den letzten 50 Jahren, wenn irgendwas Reformerisches unterwegs war. Ja, ja. Ich war unvermeidlich, sagt man, ja. Und Sie haben die Grünen mitgegründet, hat mir jemand gesagt. Stimmt das so? Das stimmt. Ja, stimmt nicht. Ich war dagegen, die Grünen zu gründen. Ich habe auf dem Gründungsparteitag geredet, aber ich habe gesagt, sie sollen das nicht machen. Sie sollen keine Partei gründen. Das würde der außerparlamentarischen Opposition die Kraft entziehen, weil die guten Leute alle in diese Partei gehen. Und die wollen dann was werden, die wollen dann auch ihr Pfründenleasing betreiben. Und so ist es dann ja auch gekommen. Diese Kanalisation, dass also die Grüne, das außerparlamentarische Kräfte so ins Parlament dann gegangen sind, hat natürlich den Widerstand der Straße entscheidend geschwächt. Die Grünen sind entstanden, da war Schmidt am Werk. Und später ist die Linke entstanden. Also worauf führen Sie das zurück? Die Grünen waren ja in erster Linie, das waren ja Leute aus Bürgerinitiativen. Und das waren Leute, die wären, naja, wenn wir eine linke SPD gehabt hätten, dann wären die alle erstmal zu den Jusos gegangen. Ne? Aber die Sozialdemokratische Partei war einfach nicht in der Lage, diese damals sehr fortschrittlichen Linken und Grünen zu binden. Sie waren nicht in der Lage, die Friedensbewegung, die Anti-Atom-Bewegung, sagen wir mal, zu integrieren. Sondern die SPD hat sich an die Spitze gestellt dieser Bewegung und sie ist damit kaputt gemacht, diese Bewegung. Das ist dabei rausgekommen. Und was die Linke, ja, ich meine, es ist auch eine sozialdemokratische Partei im Grunde. Und dieser Affentanz um Lafontaine und die mit ihm zerstrittenen Herren von der Troika, naja, da sind persönliche Eitelkeiten im Spiel und Hahnenkämpfe. Und der Schröder hat nicht verstanden, die zu integrieren, deswegen haben wir die jetzt. Man sagt ja, es gibt die 68er und ich zähle mich zu den 98ern. Ich bin ja Jahrgang 81 und ich habe alles dafür getan, dass Schröder Kanzler wird und Fischer Außenminister. Und wie wir festgestellt haben, sehr erfolgreich. Ich bin natürlich rückwirkend sehr unglücklich über diesen Erfolg. Wie steht es um Sie?
Ich habe auch meinen Beitrag geleistet und schäme mich zutiefst. Dann gibt es jetzt eine neue Reformkraft in Deutschland. Wir haben über die Grünen, über die Linke gesprochen. Was ist denn mit den Piraten? Sind die fortschrittlich? Weiß ich nicht, der ein oder andere vielleicht. Ich finde es nicht fortschrittlich, eine Partei zu gründen. Ich finde es einfach lächerlich, wenn junge Leute sich zusammentun, um eine politische Partei zu gründen. Sie sehen doch, was da existiert an Parteien. Da muss man doch nicht noch so einen Haufen daneben setzen. Das ist doch furchtbar. Ich glaube nicht, dass das Parteienmodell ein Modell der Zukunft ist. Ich glaube nicht, dass sich mit diesen Parteimodellen in der Zukunft was durchsetzen lässt. Das heißt, in diesem Jahrhundert ist sozusagen Ihrer Meinung nach die Parteiendemokratie, so wie wir sie haben, nicht zukunftsfähig. Warum? In einer Partei zu arbeiten bedeutet ja immer auch ein Leben in moralischem Elend. Man ist immer gezwungen, irgendetwas zu tun, was man eigentlich gar nicht will. Und dann muss man sich da durchbeißen, dann muss man in den Ortsverein und dann muss man in den Ortsvereinsvorstand und dann muss man Kassenwart werden. Ach, das ist doch alles. Das kann man doch alles vergessen. Das ist doch einfach furchtbar. Ich kann mir sehr gut vorstellen, eine Demokratie ohne Parteien. Ich kann mir natürlich eine direkte Demokratie vorstellen. Ich glaube auch, dass und da haben die Piraten möglicherweise ihr Recht zur Existenz, die Öffentlichkeit zu organisieren. Durch die Methodik vorzubereiten. Dass das Internet irgendwann diesen Parteienquatsch ablöst. Wir haben ja die technischen Möglichkeiten. Man muss doch diesen Urnenfirlefanz nicht mehr veranstalten. Man kann doch die Leute direkt ihre Meinung abgeben lassen. Das muss man entwickeln. Ich bin nun nicht ein Staatsrechtler und ich kann da keine Modelle entwickeln. Ich kann mir nur vorstellen, dass sowas ginge. Ein anderes Thema, was uns verbindet, Herr Fenske, ist, Sie haben sind ja ein paar Jahre älter als ich, haben auch ein paar kann man wohl sagen, braune Bewegungen mehr entdeckt. Wie ist es denn? Wir sind hier in Franken und ich bin ja hier aufgewachsen. Hier ist das Problem gar nicht so. Es sind nicht die Glatzen, es sind vor allem die Schlipsträger und die Weltverbesserer. Also das, ich merke in der, ob es jetzt die Bioszene ist oder ob es wirklich eine Reformszene ist. Es ist ein strukturierter brauner Sumpf immer noch erkennbar. Ist das jetzt neu oder war das schon immer so und wie geht man damit um? Schwere Frage, wie geht man damit um? Das ist schon relativ lange so. Das hat ja bei uns eine schöne Tradition, die ist ungebrochen. Es gab immer mal Umfragen und Untersuchungen, dabei kommt dann eigentlich mit schöner Regelmäßigkeit raus, wenn die Untersuchung ernsthaft betrieben wird, dass ein Drittel unserer Bevölkerung offen ist für rechtsradikales Gedankengut, latent rassistisch, dass faschistisches Gedankengut in diesem Land immer eine Möglichkeit ist, eine Option ist offensichtlich. Das hat sich nahtlos fortgesetzt. Gucken Sie sich an mit unserem Verfassungsschutz und mit unseren Sicherheitsdiensten, das ist mit unserer Juristerei, kein einziger Jurist ist wegen Nazi-Verbrechen verurteilt worden. Da ist eine glatte Bahn bis heute. Und Hans-Dieter Oesch hat mal den schönen Satz gesagt, Faschismus beginnt in der Küche. Das ist gültig. Faschismus beginnt in der deutschen Familie. Da muss man sich gar nichts vormachen. Und der beginnt auch in vielen linken Familien. Denn wir alle sind natürlich auch Besitzstandswahrer. Wir alle wollen das behalten, was wir haben. Und wir wollen nicht, dass andere nachkommen und uns vielleicht etwas streitig machen. Und dann fällt so ein Satz wie, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, der fällt dann von ganz alleine und breitet sich aus. Und was man dagegen macht, ja, wie geht man damit um?
Wenn ich das wüsste, hätte ich das längst getan. Mein bisheriger Weg war immer zu sagen, mit Humor. Also mit Humor. Ich merke allerdings, das hilft mir weiter, hilft einigen anderen weiter, aber es packt das Problem irgendwie nicht an der Wurzel. Ist das überhaupt möglich? Man kann Faschisten nicht totlachen. Das geht nicht. Ne? Nein, ich denke, es ist eine Frage der Bildung. Es ist einfach eine Frage der Bildung. Man muss jungen Leuten beibringen, zu fragen, immer zu fragen, grundsätzlich zu fragen, wem nützt das? Wer hat davon den Profit? Und über diese Frage zur Analyse zu kommen, ein Sachverhalt, eine Situation präzise zu analysieren, und dann ist man schon ein gutes Stück weiter, wenn man das verstanden hat. Ja, Herr Wenzke, zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Ali Schwarzer. Trotz allem sehr, sehr verdienstvoll. Willy Brandt. Wie viele Worte habe ich? Willy Brandt hat den großen Satz gesagt, ein Politiker sollte Leid vermindern. Leider ist ihm kaum jemand gefolgt bei dieser Aufforderung. Großartig sein Kniefall in Warschau. Verheerend seinen radikalen Erlass. Kurze Nebenfrage. Ist überhaupt noch denkbar, dass jemand wie Merkel eine ähnliche Geste findet wie Brandt, ohne was zu sagen, um dieses Europa vielleicht in die richtige Richtung zu manövrieren, zumindest psychologisch? Kann man das erwarten? Weiß ich nicht. Ich weiß, ich glaube, ich möchte mir von ihr nicht mal die Rouladen auf den Teller legen lassen. Also, ich glaube nicht. Dritter Begriff, Großvater sein. Ja, ich habe meine Enkelin Lisa, die ist 15, ist ein ganz wunderbares Mädchen. Ist eine 15-Jährige, die mir ganz viel Freude macht. Und jetzt habe ich eine 6 Wochen alte Enkelin, Nelly. Mit der kann ich noch nicht spielen, weil die lernt gerade erst das Lächeln. Aber wenn ihr mal eins rausrutscht, dann macht mich das sehr fröhlich. Dankeschön. Eine persönliche Frage noch. Ist das irgendwie eigenartig, wenn sich hier zwei Anarchisten in der Royal Suite des Maritim Hotel 5-Sterne-mäßig unterhalten? Nein, das ist selbstverständlich, denn hier gehören wir rein. Hier sollten nur Anarchisten gemocht. Ich danke Ihnen sehr, Herr Wenzke, und wünsche Ihnen noch viele, viele, viele erfolgreiche Auftritte und schöne Jahre in Ihrem Leben. Dankeschön. Ihnen auch. Alles Gute. Dankeschön. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten und mein nächster Gast. Und es geht immer noch um Kabarett. Im Osten mit Uwe Steimle. Bis zum nächsten Mal.